Hallo liebe Leute, ich bin's wieder. Ich habe mir den Wecker geholt. Es ist 10 vor 8 und also abends, nicht morgens, nicht dass ihr irgendwelche komischen Sachen von mir denkt. Einige Leute meinten ja auch, ich würde um 8:30 Uhr morgens das Abo-Special machen. Ey Leute, jetzt mal im Ernst. Wer mich vor 8:30 Uhr fragt, ob... Ach, was? Nein, jetzt fällt's mir nicht ein. Ach, verdammt. Naja, denn... Schlechter Witz. Super Einstieg. Okay, lass uns weitermachen. Ich mache euch nur zum Affen hier. Naja, es ist 10 vor 8 und wir können weitermachen. Und Skype Maker wieder. Ich hoffe wieder vor 18. Okay, los. So, das letzte Mal hatten wir die Geonosianer hier ausgeschlossen. Und hatten hier technische Probleme mit SKDs. Okay, das waren mal SKDs. Das ist schön. Yay, yeah, SKD-Ball. Gut, gut. Oh, ich dachte, die Dinger wiegen 100 Kilo oder so. Oder 150 oder so. Scheinen aber doch recht leicht zu sein. Naja, was machen wir? Sprengen wir es auf? Ja, wir sprengen es auf. Wenn man es aufsprengt, werfen die automatisch eine Granate mit rein. Und hackt man es, dann werfen die, glaube ich, keine Granate rein. Granate. Ach du Scheiße. Das hier auch. Das ist sehr schön. Ich hoffe jetzt, der kommt hier nicht rum. Das wäre blöd. Ich habe nämlich gesehen, dass er so eine Riesenwaffe hatte. Und wenn er jetzt hier rumkommt... Sehr schön, gut. Er beschwert sich zwar ein bisschen, so. Das sind Separatisten-Sachen und die sind böse, das heißt, die müssen kaputt gemacht werden. Das hier auch. Und das. Und irgendwie ist das ein bisschen laut, habe ich das Gefühl. Ich überlege, ob ich die Musik nicht ausmache, weil es ist schon ein bisschen unrealistisch mit Musik und so. Ja, es sind ein paar Droiden. So, wir müssen verhindern, dass die weiter schießt, sonst verlieren wir mehr Einheiten. Ja, macht das mal einer von euch weiter. Weil ich würde die gerne kaputt machen, die Droiden, die hier unten rum. Ah ja, einer von euch hier. Der kann das mal machen. Das letzte Mal, ich hatte schon mal ein Let's Play davon angefangen, das hat mir allerdings überhaupt nicht gefallen. Da bin ich im Ernst hier runtergefallen und habe dann den Weg nicht mehr zurückgefunden. Das war ein bisschen sehr peinlich. Hierher kommen. Ich möchte euch nicht mehr in die Luft springen, Leute. Nein, Skype, Ruhe. Yay, große Explosion. Und stirb. Sehr schön. Ja, die brechen einfach mal die Fenster kaputt und kommen hier rein, ey. Meine Herren. Ich schieße auf alles, nur nicht auf die Geonosianer. So. Nein, 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 nicht du, nicht du, nicht du. Aua. Aha. Ah, der ist zerquetscht worden. Hihihi. Gut. Also drei Schüsse von dem Gewehr sind so stark wie ein Schuss von der Pistole. Merke ich.
weil einmal drauf schießen gleich kaputt und mit dem Gewehr muss man dreimal drauf schießen. Naja. Leute, kommt ihr? Boah, sie versuchen reinzukommen. Ihr kommt hier nicht rein. Tür kaputt machen. Ich meine, wenn wir schon hier sind, dann können wir auch sagen, dass wir hier sind. Also lasst es uns laut machen. Okay, eine MP-Granate habe ich noch. Die muss weise eingesetzt werden. Sehr weise eingesetzt. Hier sind nämlich noch neue EMP-Granaten. Das trifft sich super. Oh, das sind Pfeile. Die deuten auf ein neues Level hin. Aber es ist mir jetzt auch egal, weil ich nehme erst zu kurz auf. Also. Territory. Ach so, es war, es ist kein neuer Text. Okay. Sehr schön. Anti-Armor Attachment, also Anti-Panzerungs... was auch immer. Oh, ein Flieger. Das meint einen Granatwerferaufsatz, was sehr schön ist. Ah, hier, da flog gerade irgendwas lang. Oder war das hier? Nee, da. Hä? Aber auf jeden Fall liegt jetzt... irgendwo liegt hier jetzt für mich ein Granatwerfer rum. So, du komm mal weg da. Wir machen weiter. Schnell neue Munition aufsammeln und weiter geht's. Gleich kommt mein Lieblingslevel. Ich liebe das alleine in diesem Kernschiff. Aber ich will ja nicht zu viel verraten. So, hier haben wir es nämlich schon. Es ist groß. Ha, habe ich nicht den Druiden abgeknallt, sondern den Geonosianer. Vor allem, die nicht zugehört haben oder nicht gut Englisch können. Er meinte, da ist das Kernschiff. Und er meinte, ich weiß nicht, welcher das war von denen. Bist du dir sicher? Es kann sein, dass noch ein anderes um die Ecke ist. Oder vielleicht ist noch ein anderes um die Ecke. Naja, 282 Munition, DC haben wir noch. Ah, hier. Saving Checkpoint. Das hat mal wieder was zu bedeuten. Und ich sehe schon SKDs. Und die tören mich nicht gerade an. Sind das EMP-Granaten? Ja. Das heißt, wir können die, die wir jetzt haben, verschwenden. So, das sollte reichen. Der ist immer noch nicht tot. Ach doch, am Ende ist er dran krepiert. Gut, ich lebe größtenteils noch. Leute, kommt mir hierher. Ich gehe hier rein. Anscheinend kann man nur nicht lange mit diesem Ding schießen. Hopp, 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 hopp. Oh, sind die geil. Oh, da reicht nur ein einziger einmal tippen. Dann ist es tot. Gut. Sieht so aus, als wäre es das mit den Ruinen gewesen. Ich heile mich schnell. Ich wette, um die Ecke sind noch 1000 weitere. Also, vorsichtig. Du kommst auch mit. Lappen. Ich mal so jetzt natürlich zu dem Geonosianer. Blöder Geonosianer.
take them down from here, Delta. Establishing position. 20 Schuss habe ich noch, das ist super. Okay, das ist ein bisschen dran. Hat der Probleme mit dem Ding? Okay, das was ich habe, das war jetzt wahrscheinlich, das Ding ist für die gedacht, die es eigentlich hätten kommen sollen. Oder es kommen gleich welche um die Ecke. Oh! Ach du Scheiße. SKDs, das heißt, es sind mehrere. Super. Ja. Ah, ich verschwende meine Munition nicht an so einen gammeligen kleinen Droiden. Ja, der Anti-Armor Supply, super. Das heißt, wir kriegen richtig Aua. Komm. Gut, alle von meinen Teamkollegen haben gut überlebt. Einer geht mal hier ran. Ich habe das nämlich schon gesehen. So was übersehe ich ja nicht. So, der ist tot. Haben wir noch andere? Ja. Du gehst dahin. Okay, dann haben wir mein Anti-Armor Supply Dingens. Also mein Granatwerfer. Yay, fettes Teil. Oh, und richtig viele Granaten. Wow. Das ist für den Granatwerfer. Na gut. Aber Granaten habe ich noch voll, ne? Ja, habe ich alles noch voll. Okay. Ich guck mal hier vorbei. Nicht, dass was ankommt. Okay, wir müssen drumherum gehen. Ich hätte den Granatwerfer super nehmen können. Aber es gibt ein Level mit einem Spinnenkampfläufer und... ja, nicht mit einem Spinnenkampfläufer, sondern mit einem Krabbendruiden, glaube ich. Du gehst da ran. Und ich dachte, das kommt jetzt, deswegen wollte ich das dafür benutzen. Und dann nicht an die ganzen SKDs verschwenden, weil dieser Granatwerfer, der plättet einen SKD mit nur einem Schuss und das ist super, weil SKDs sind nervig und brauchen lange, um zu sterben. So, du kommst da weg. Treffe was. Nein, die ganze Munition ist weg. Verdammt. Oh, das läuft wieder. Du kannst mich mal. Da hinten haben wir den Spinnenkampf. Ah, verdammt, da ist der, okay. Sei ruhig. So. Okay, hat gerade gesagt, dass das Teil sehr schwer kaputt zu kriegen ist, weil sein das, woraus die Dinger gefertigt sind, wird für riesige Raumschiffe verwendet. Focus on that optical cluster.
Okay, wir sollen jetzt den das Optik-Dingens von den kaputt machen. Aber wo zum Henker ist mein Schaf? Habe ich... Ich brauche Munition für den... Ja, super. Okay. Gut, versuchen wir das Teil mal zu treffen. Da unten das Teil. Aua. Ja, das hat hier gut was abgezogen. Einen haben wir noch. So, hier. Au! Heilen. Ich muss immer darauf achten, dass das Ding auf mich schießt, weil wenn es nicht auf mich schießt, dann schießt es auf meine Teamkollegen. Was habe ich noch? So, ja, die Pistole. Boom! Hey, das lief besser als gedacht. Anti-Arm, ja, super, hier hatte ich einen Granatwerfer. Super, ja. Ey, ja, Junge, was machst du da hinten eigentlich? Entschuldigung. Hey, komm her. So, du. Ich habe ihn getroffen. So, schön neue Granaten eingesammelt. Okay, dann lass uns hier reingehen. Wie steht's mit der Zeit? 10 vor, 10 vor. Ich nehme jetzt schon wieder seit mindestens 15 Minuten auf. Also muss ich hier lang. Ich gehe nochmal zu diesem Checkpoint dahin. Oh. Air Support. This is Gunship Wing Delta 4-2. We're closing on your position now. Stand back from the entryway. You're late to the party, pilot. You should be happy I got here at all. It's a nightmare out there. We've got a visual on the target area. Initiating firing run now. Okay, wir kriegen Luftunterstützung. Oh, was geil. Oh, sind die Dinger. Schnell. Hä? Schon wieder weg? Was? So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Quick Save. Ja, 20 Minuten sind schon wieder rum. Also, 3 Folgen habe ich heute geschafft. Mal sehen, ob ich noch mehr mache, aber ich glaube nicht. Bisschen Empire War spielen, kommt noch dran. Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das nächste Mal geht's halt weiter. Und dann, also in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.